Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Erzähl keinen Mist. Nee, hier ist alles gut. So, ich habe jetzt diese Driver-Dingens, habe ich jetzt gemacht. Alles gut, alles gut. Nein, ich meine... Scheiße. Also... Jetzt machen wir... Oh, ja, klar. Ja gut, ich zeig euch mal eben den Anfang von Der letzte Dollar. Was? Da zeige ich euch mal eben den Anfang. Und dann zeige ich euch noch ein Drohnenrennen und ein Motocross-Rennen. Okay. Und was war das hier? Ach, das ist dieses Driverfahren. Ja, ja, okay. Ja gut. Beim Drohnenrennen machen wir jetzt mal einmal zeigen. Online-Rennen. Oh. Bayblack-Rennen. Bestes Ergebnis. Wilder Ritt am Hafen. Castro Downhill. Stanford Super Prime. Rennen ist in der näheren. Online-Rennen. Nee, Online-Rennen. Downtown Challenge. Ach komm, mach mal hier das. Hinreisen und Dingens. Ja, dann machen wir das einfach mal. Ich will euch ja wenigstens alles mal zeigen. Mhm. Ja, ist mir klar. Hochala. Es ist gerade nicht so einfach. Hochala. Ich finde die Perspektive doof. Ich glaube, wäre es eine andere Perspektive, wäre es wesentlich einfacher für mich. Hoi. Gleich ist sie voll im Arsch. Ach, das geht nach Bestzeit, okay. 1,45 habe ich schon mal nicht geschafft. Das war mir aber klar. Na? Ich weiß nicht, was ich hier... Ich weiß auch gar nicht, wann das zu Ende ist hier, ey. Oh Gott. Ich glaube, da ist Ende. Bronze, immerhin. So, jetzt habe ich euch so ein Dingensrennen gezeigt. Jetzt zeige ich euch hier noch diesen mit dem Geldautomaten. Aber da weiß ich halt zu hundertprozentig, dass das nur vom Geldautomaten hin und her rennen ist. Weil das nämlich die erste Nebenaufgabe war, die ich gemacht hatte, wo mir nämlich das Spiel das erste Mal abgeschmiert ist. Deswegen weiß ich ganz genau,
welche das jetzt gerade ist. Weil, leck mich doch, jetzt fahr ich hin. Das ist sowieso am Arsch der Welt, oder? Tatsache. Na, dann reise ich doch erstmal das Stück da. Schon wieder ein bisschen weiter weggekommen. Brauch einen Wagen. Ich kaufe mir keine Early Access Spiele mehr. Jedes Mal tappe ich in die gleiche Falle. Ich bezahle, spiele für eine Stunde. Nein! Nicht mein Auto! So. Hier hacken wir uns jetzt rein. Und jetzt können wir gleich einen Typen, der an dem Geldautomaten steht, können wir jetzt gleich Geld, ganz viel Geld rausgeben. Und das müssen wir halt bei vielen Geldautomaten machen. Okay, mal sehen, wie die Banken mit Kellys Exploit klarkommen. Das macht einfach zu viel Spaß. Willkommen bei Blooms neuem CDOS-fähigen Bankautomaten. Oh toll, ich spreche mit einer verdammten Maschine. Willkommen, Mr. Johnson. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Leck mich. Gib mir einfach mein Geld. Herzlichen Glückwunsch, Mr. Johnson. Ein Bonus von $200 wurde auf dein Konto gutgeschrieben. Ja, und wer es glaubt, wird selig. Echt jetzt? Okay, ich nehm's gern. Herzlichen Glückwunsch. Sie erhalten einen Bonus von $1,000. Was? $1,000? Tja, davon zahle ich keinen Unterhalt. Happy Hour, jetzt komme ich. Eigentlich überhaupt nicht verdient, ne? So. Und das sollen wir jetzt halt bei vielen anderen machen. Wie soll ich denn hier hochkommen? Gibt's hier eine Kamera? Nö. Ja, auf jeden Fall. Das wird jetzt hier überall angezeigt. So, wir haben jetzt den letzten Dollar. Alle Geldautomaten hacken, Geld rausgeben. Fertig. Ist mir aber das Spiel bei der zweiten Mission davon abgeschmiert, deswegen lasse ich das erstmal sein. Sowieso. Lila Aufgaben, Online-Aufgaben mache ich eh nicht. Die, diese Autorennen-Challenge hier, Rennfahren, Teilfinden, mache ich auch nicht. Interessiert mich nicht. Ist nur ewige Hin- und Her-Rennerei von A nach B. Wie gemalt, ist zwar sehr schön, aber ist auch nur von A nach B rennen, das bemalen. So, Drohnenrennen haben wir gesehen. Die Driver Challenge, Drohnenrennen haben wir gesehen. Ich zeige euch jetzt gleich noch das Motocross-Rennen. Ja, was noch? Und dieses Driver-Zeug hier halt, ne? Die Leute von zu ihrem Ziel fahren.
ist ja auch eine nette Sache. Ich find's cool. Aber. Ist ja jetzt auch eine nette Sache, aber ist jetzt nicht etwas, wo ich jetzt sage. Gut, da würde ich jetzt noch sagen, würde ich noch machen. Aber das alles, das andere Zeug alles eher nicht. Oh, das ist doch beabsichtigt! Ich sollte mal aufhören mit der Kamera rumzuspielen nebenbei. Okay, das ist wiederum geil. Das Rennen jetzt hier, das Motocross-Rennen. Oh Gott, wie geil ist das bitte? Nein, falsches Auto. Ach, das gibt's doch nicht, ey. Ja, jetzt ist es eh vorbei. Nett, dass es wiederkommt. Oh mein Gott. Wie geil. Die sind geil, die Dinger. Die sind geil. Die sind richtig geil. Okay, daran habe ich Spaß. Aber wir werden uns jetzt erstmal wieder an Auge um Auge. Horatius Mobiltelefon zurückverfolgen. Horatius ist verschwunden und DedSec macht sich große Sorgen um ihn. Du musst ihn aufspüren. Oh, wir haben dein Telefon da aufgespürt. Ich glaube, es ist hier so ein Elektrowagen. Ich habe das Handy, aber von Horatio keine Spur. Da muss irgendwas sein. Keine Spur, aber eine Überwachungskamera. Okay, ja. Ich zapf die Kamera an. Drehen wir den Timecode zurück und sehen, was passiert ist. Jetzt wohne ich
Da ist er. Wer zur Hölle ist der Typ? Verschwinde da, Horatio. Ja. Scheiße. Wehr dich, Mann. Ich glaub das nicht. Scheiße. Verdammt, die kidnappen ihn. Wir müssen herausfinden, wer die sind. Los, Gesichtserkennung, Josh. Fuck. Das ist ziemlich deutlich. Luis Trevino. Er ist ein Mitglied der Tescas Gang. Die Tescas? Oh, scheiße. Wir müssen wissen, wo Trevino ist. Ab seine Nummer. Die GPS-Daten konzentrieren sich auf ein Gebäude. Ist auf deiner Karte. Da unten. Dann haben wir auch direkt eine Schnellreise in der Nähe. Fuck. Wir haben Ihre Position, Polizei ist unterwegs. Ich war das. Was ist da abgegangen, ey? Was ist hier gerade passiert? Wollen wir jetzt anklopfen und fragen, ob wir unseren Freund wiederbekommen oder was? Horatio, Mann, ich bin's. Halt durch. Oh, hey, ruf den Notarzt, Josh. Ruf den Notarzt. Halt durch. Halt durch. Ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier, Mann. Hilfe ist unterwegs. Halt durch. Er ist tot. Daher auch Auge um Auge. Er ist tot, Leute. Oh mein Gott. Sitara, Josh ist wirklich tot. Oh mein Gott, Marcus. Hau sofort da ab. Fuck! Halt! Moment, Moment! Du bist schlau, oder? Ja, ich bin schlau. Nicht schlau genug, um zu entkommen. Den ganzen Quatsch, den ihr offenbar wisst, den verrätst du uns. Euch verrate ich einen Scheiß. Fick dich. Fick dich? Oh. Oh. Fick dich, Mann! Psst! Halt along! Wieder, wieder! Lucy! Du bist... Fuck! Verschwinde da, Marcus, du! Du musst da weg! Fuck, fuck, fuck! Noch nicht. Oh Gott, wir wollen Rache. Ich will diese Arschlöcher schnappen. Ungewöhnliche Telefonaktivitäten? Jede Menge, fast nebenan. Alter. Oh mein Gott. Sorry, aber das ist so eine geile Karre. Und der Sound. Oh. Ich stehe ja total auf diese Autos, ne? Dodge, Mustang, Impala, Camaro. Oh, geil. Mein Lieblingsauto ist der Impala von aus Supernatural. Hey.
Scheiße, das nervt! Okay, ich komme hier nicht ganz gut durch. Aber vielleicht erstmal hier unser kleiner Freund. Ah, die haben einen Rottweiler. Die haben mehrere. Das wird nicht einfach. Weil ich nicht in der Reichweite bin, ey. Ich muss in der Reichweite sein, aber wie mache ich das am besten? Scheiße. Das Vieh schnüffelt. Noch nicht nah genug. Der Hund muss da weg. Ach, die erschnüffeln mich, verdammt. Eigentlich, ich möchte denen absolut nichts tun, aber ich muss. Ich muss. Tut mir ultra leid, ehrlich, ey. Es tut mir so leid, boah, es tut mir so herbe leid. Kommt alles rein. Kokain, Glücksspiel, Erpressung, Gras, noch mehr Kokain. Namen? Ja. Super. Finde raus, wer sich Horatio geschnappt hat. Die Teskas sollen wissen, dass ich komme. Steck was in Brand, Mann. Yeah, ich fackel das Gras ab. Ist gleich hier. Oh. Die verwenden ein illegales Pestizid. Ist in großen Mengen extrem entzündlich. Ich leite einfach das Pestizid in die Bewässerungsanlage. Überschwemme das Gras damit und zünd es an. Der Wagen, habt ihr das gesehen? Ey, mach keinen Scheiß, Mann!
glaube, die haben gerade mitgekriegt, dass ihre Hunde nicht mehr da sind. Los geht die Show! Gut, das sollte Ihre Aufmerksamkeit erregen. Jetzt hau ab. Wir checken die Daten und ermitteln das nächste Ziel. Foto. Oh mein Gott, die sind jetzt alle gegen mich. Horatio, ey. Aber es war mir irgendwie klar, auf den konnte man die ganze Zeit verzichten. Er hat nie wirklich viel gemacht, ne? Also. Jetzt wissen die Pisser, dass wir sie jagen. Jetzt will ich ihnen richtig wehtun. Wir sind dabei. Die verschiffen gerade eine Riesenladung Kokain. Ist auf der Karte markiert. Vernichte das Koks. Das wird den Teskas wehtun. Oh mein Gott, da spielt gerade ein Rottweiler mit einem Dobermann. Das muss ich... Oh. Das muss ich auf... Entschuldigung, das muss ich fotografieren. Was? Nein. Was ist da los? Ruhig bleiben. Nein, das ist gar nicht gut. Ach, so süß. Ach, sieht ihn so süß. Du bist ein guter Hund. Echt alles teurer geworden. Meine Wasserrechnung, Kreditkartenabrechnung, Strom, Internet, mein Lagerraum, mein... Alles gleichzeitig? Ist ja heftig. Als ob sie mir bewusst das letzte Hemd ausziehen wollen. Wegen diesem Scheiß kann ich die Hypothek nicht abzahlen. Hey, ich habe gerade was mitgehört. Bei einer Frau sind plötzlich alle Ausgaben in die Höhe geschossen. Was ist denn da los? Ich suche mal die nächste CTOS-Box. Mal sehen, welche Infos die über sie und ihre Nachbarn sammeln. Gib mir Bescheid. Das ist schräg. Wir kommen nicht rein. Markier's. Ich sehe mal nach. Du meinst, selber hingehen? Mann. Nichts da, nope. Ach, Quatsch. Hafen, Hafen, Hafen. Oh. Ja, von da komme ich runter. Das ist kein Problem. Oh, ich muss Schluss machen, Leute. Okay, ich sag schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.